6. Juni 73. Überdosis Dämpfe. Ah, so ein schöner Morgen. Ich stehe gerne auf. So ein schöner Morgen. Da mache ich einen drauf. Ja, wen töte ich denn heute? Wer ist denn da noch übrig? Natürlich der Typ aus der Garage. Und wir wissen schon wie, einigermaßen. Ich dampfe nicht und gehöre zu den Guten. Ich verfolge deinen Befehlen und kann auch hupen. Alter, was ist... Dieses Uja-Brett, das hat irgendwas gesoffen. So, wir gehen mal... in die Garage. War das hier lang? Ich weiß nicht genau, wer von denen... Da hängen, glaube ich, mal zwei ab. Aber einer von denen... wird heute sterben. So, oh, guck mal, die Waschmaschine ist kaputt. So, hier hängen immer zwei rum, wie man sieht. Sloth, du bist es. Sloth war, glaube ich, die Gier. Der Satan bringt doch... Lucius, aber wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Ich kann nicht, ich muss hier auf deinen Vater warten. Eine Kassette. Wie komme ich nochmal ins Inventar? Hilfe. Mit E. Eine Kassette. Guck mal hier, Onkel. Oh, du hast sie gefunden. Großartig. Vielen Dank, Lucius. Sie gefällt dir sicher auch. Ah, nach allem, was wir erlebt haben, ist es nicht schön zu entspannen und tolle Musik zu hören. Das ist deine Band? Die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Mein Appetit vergeht mit deiner Musik viel schneller. Ach ja, Susan erstmal. Ich habe ein Guckloch in Toms Arbeitszimmer gefunden und kann genau die Badewanne sehen. Ach, in Toms Arbeitszimmer. Ich verstehe, der Bruder war das ja. Michael, der Fahrer. Er hat die Musik aufgedreht. Ich muss Will irgendwie von der Garage weglocken. Will ist der andere, nehme ich an. Hallo, Will. Kannst du mir mein Montiereisen aus dem Lagerraum holen? Montiereisen aus dem Lagerraum holen. Psst, hör zu. Wo ist denn der Lagerraum? Das steht aber auch nicht in der Quest, ne? Ich weiß erstens nicht, wo der Lagerraum ist und zweitens weiß ich nicht, wo hier Montiereisen ist. Hier ist der Weinkeller, wo der Opa noch ein bisschen vor sich hin dampft. Kommen wir da eigentlich raus? Nur mal so testweise. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, hör doch mal. Kannst du mir mein Montiereisen aus dem Lagerraum holen? Nein, ich bin doch nicht dein Beppo. Ich weiß gar nicht, wo der Lagerraum ist. Montiereisen, haben wir sowas vielleicht schon im Inventar? Taschenlampe, Schraubenschlüssel, Schraubendreher, ein Montiereisen. Lucifer hat dieses Spiel auch gesegnet. Sie hilft dir dabei, das zu finden, was du suchst. Die können wir doch mal ausprobieren. Ach, da steht etwas. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Ich darf das nicht nehmen, weil ich gesehen werde. Ich muss diesen Will irgendwie da wegkriegen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich Montiereisen herkriegen soll. Waschmaschine ist kaputt. Huch! Geht die auch wieder auf? Was macht die denn jetzt, Alter? Das sieht aus wie Krümelmonster. Probieren wir mal. Geht das denn jetzt? Weil letztes Mal konnte man die ja nicht anschalten. So, kriegen wir das gleiche Geräusch schon wieder, aber... Hä?
Ich kann ihn nicht zumachen. Ach so, jetzt kann ich ihn zumachen. Hey, hörst du das? Hä? Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Hä? Jetzt kommt der Typ? Das war doch für die Alte. Das Spiel raff ich manchmal nicht. Die Waschmaschine sollte man doch eigentlich für die Alte kaputt machen. Da war die aber gar nicht kaputt. Da lag nur ein Bügeleisen drin. Die kommt rein. Ach, die ist kaputt. Ich gehe baden. Und jetzt... ist mir manchmal ein bisschen... Naja. Er ist jetzt allein in der Garage. Ich könnte mich jetzt um ihn kümmern. Manchmal ist das Spiel ein bisschen merkwürdig, aber da steckt ja auch der Satan im Detail. So, kriegen wir jetzt den Verdünner? Pain Thinner. So, können wir den jetzt damit verbrennen oder was können wir damit machen? Ach, ich dachte, das wäre ein Kreuz. Das war nur der Besen mit irgendwas anderem. Hey, Onkel. Hä? Was ist das denn? Kann man das nehmen? Warte mal. Lieber Michael, was haben wir denn da? Farbverdünn. Die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Deine Zeit wird gleich viel schneller vergehen, mein Freund. Ein trockener Lappen. Geht das? Boah, den ganzen Verdünner hat er reingehauen. Der ist aber nicht gerade zimperlich. Ein mit Verdünner getränkter Lappen. Und können wir das jetzt... Können wir das jetzt direkt... Ich meine, können wir ihn jetzt damit betäuben? Hör zu. Ach so. So, wir haben jetzt das Ding... Hä? Wir haben jetzt den Verdünner da hingelegt. Ich dachte, wir sollen irgendwas mit dem Auspuff machen. Also er wird jetzt doch... Können wir ihn jetzt dazu zwingen, das Ding zu inhalieren oder was? Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass gleich... Die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Was waren jetzt? Das hier waren Feuerbälle, ne? Ich bin mir ja nicht so ganz sicher. Das hier müsste... Schnüffelt er jetzt? Ja, schnüffle nur. Aktualisierung im Notizbuch. Ich konnte den Lappen mit Farbverdünner ertränken und Michael wurde ohnmächtig, ohne dass Will etwas gemerkt hat. Ich glaube, ich muss hier kreativ werden. So. Pass auf. Ich probiere mal. Wir haben hier die Karre. Und wir haben noch immer da drüben... Hallo, kleiner Mann. Hallo, Will. Okay. Nichts Falsches machen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. Will deaktiviert die Klimaanlage der Garage. Und ich komme da gar nicht mehr rein. Ach doch, jetzt wieder. Jetzt muss ich nur noch irgendwie die Karre starten. Und das müsste ja eigentlich mit... Vielleicht mit Telekinese gehen. Wenn wir da schon selber nicht reinkommen. Yeah! Michael wurde ohnmächtig. Armer, armer Michael. Oh nein, was geschieht da nur? Nein, Sir. Ich habe nichts gesehen. Ich war im anderen Raum und habe die Waschmaschine repariert. Als ich zurückkam, lief das Auto und er lag auf dem Boden. Nochmal langsam. Sie waren im Raum nebenan und haben nicht gehört, wie das Auto von selbst ansprang? Nein, Sir. Ich habe wegen der Musik nichts gehört. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist die Wahrheit. Ja, klar.
Schön, das kann sie dem Richter erklären. Ich werde den Deputy herholen. Ich will nur sicher gehen, dass sie nichts Dummes anstellen. Ich hab gerade was gesehen. Keine Ahnung, ob das... Ah, doch, der Will ist jetzt dran und ich hab gerade schon genau gesehen, was ich gerne probieren würde. Also, ich kann den Wagen mit meiner Willenskraft starten, ohne dass er die Musik übertönt und Will es hört. Aber die Dämpfe bleiben einfach nicht drin. Ich muss etwas dagegen tun. Das haben wir schon abgeschlossen. Will, der Handwerker. Die Dinge entwickeln sich zu meinen Gunsten. Der Detective denkt in der Tat, dass Will etwas mit dem Tod von Michael zu tun hat. Er ist mit Handschellen an das Regal gekettet. Schnell, bevor die Polizisten zurückkommen. Ist aber dumm, er ist doch gerade Hauptverdächtiger. Lucius, sei kein Idiot. Ich kann fühlen, wie meine Kräfte immer mehr zunehmen. Es macht nichts mehr aus, wenn er mein wahres Ich sieht. Okay, also der Will darf jetzt wissen, was los ist. Alter, das ist so offensichtlich gerade. Hey Will, geht's dir gut? Ich bin besorgt um dich. Der antwortet ja gar nicht. Das macht kleine Lushis aber böse. Oh, das macht mich böse. Aber das geht. Ach du Scheiße. Alter. Alter. Und es macht ja nichts mehr aus, wenn er uns sieht, ne? Alter. Alter. Brenne. Brenne. Sei mein olympisches Feuer. In dunkler Nacht. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich habe den Raum nur kurz verlassen. Scheiße, ist das Will? Ich habe erst heute Morgen mit ihm Kaffee getrunken. Viel länger mache ich das nicht mit. Wir müssen diesen verfluchten Ort verlassen. Wir gehen nirgendwo hin. Rufen Sie einen Rettungswagen und sagen Sie, dass es noch eine Leiche gibt. Alter Schwede. Ist immer so schön, wie die Augenlider wegbrennen, aber die Augen müssen doch eigentlich rauskochen. Die Beine sind auch sehr schön da hinten angeordnet. Der Puppenspieler ist böse. Warum sind wir immer noch hier? Wir sollten jetzt gehen. Ich bleibe keine Minute länger in diesem Haus. Nancy, du musst ruhig bleiben. Ich bat die Priester um Hilfe. Sonst kann uns keiner mehr helfen. Du kannst nicht wirklich glauben, dass ein 7-Jähriger dahinter stecken könnte. Das werde ich herausfinden. Halte dich in der Zwischenzeit von Lucius fern. Hör zu, Charles. Ich warte mit unserem Sohn im Garten. Wenn du nicht kommst, dann gehen wir ohne dich. Dieses Ding ist nicht unser Sohn. Und ich werde es dir beweisen. Was? Was spricht er da?